Hallo Leute und willkommen zu Let's Show iPod Apps. Ja, okay, Games heute. Ich wollte das einfach mal so aus Spaß machen. Was mache ich denn hier? Ich drehe das schon mal fürs Spiel vor oder was? Heute zeige ich das Spiel Heroes in Times. Was heißt heute? Es ist zum ersten Mal jetzt. Ich hoffe, es stört jetzt nicht. Mal gucken, wegen der Einstellung. Vielleicht kriege ich das mit der Helligkeit ein bisschen besser hin. Nee, es ist zu hell. So spiegelt's. Ja, so geht das eigentlich. Okay. Ich wollte zeigen Heroes in Times. Das ist ein RPG. Ich finde es ziemlich lustig. Ich spiele es im Moment ein bisschen. Fangen wir einfach mal jetzt mal neu spielen. Hier habe ich zwei Charaktere: einen Level 21 und einen Level 8. Der erste, den habe ich überhaupt nicht gecheckt. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Akt 1. Wenn wir jetzt hier umbeugen, jetzt geht es hier direkt mit dem Intro los. Das ich jetzt aber eigentlich überspringen will, weil ich will jetzt hier nichts von der Story verraten. Ja, skip. Ich überspringe das jetzt alles einfach, weil ich will jetzt hier nichts von der Story verraten. Ich will jetzt einfach nur das Gameplay zeigen. So, jetzt kriegen wir direkt die erste Quest. Ja. Can you Quest? Okay, also gesteuert wird alles hier über diese kleine Stelle. Also den Touchscreen. Hier auf der Seite könnte man jetzt angreifen, hätten wir eine Waffe. Geht's hier nach oben. So. Und es wird auch einem schön angezeigt hier an der Seite, wo man hingehen kann, also wo die Möglichkeit besteht, hinzugehen, indem man halt so ein komisches Zahnrad da rumfliegen sieht. So, jetzt kommt wieder so eine kleine Filmsequenz, wo der einfach nur erklärt wird, dass man hier so ein Dingensstein, also so ein Checkpointstein platzieren. Scheiße, warum geht das denn jetzt nicht? Verstehe ich nicht. Ja, so. Warpoint, okay, ja. So. Ja. So, Baracken. Geht mal hier direkt rein. So, und jetzt können wir hier die Klassen wählen. Also, wir können entweder Ritter, wir können Warrior, wir können Archer und Zauberer nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal für diese Aufnahme, was ich noch nie genommen habe, den Ritter. Oh Gott, das ist so eine schlechte Aufnahme. Es tut mir echt leid. Es ist halt nur das Ungefähre. Ich will jetzt, vielleicht ist es auch gut, dann kann man vielleicht überhaupt nichts lesen. Man hat halt hier immer oben in der Ecke immer so einen Skip-Knopf, also so einen Überspringen-Knopf. So, kriegt man gleich hier noch EP und Erfahrung. Ja, springen. Kriegt man auch noch Ausrüstung. So. Dann kann man hier ins Menü gehen. Sieht man seinen Helden in einer viel besseren Auflösung eigentlich. Dann hat man hier sein Equipment, seine Ausrüstung. Dann kann man hier, wenn man jetzt auf die Tränke geht, was ich früher auch noch nicht gewusst hatte, dass man die direkt, also man konnte, kann die direkt im Inventar mit dem Knopf hier benutzen oder man kann sie einfach auf, Scheiße, geht das jetzt nicht, in die Leiste unten legen. Dann lege ich das hier einfach mal hier rein und dich hier rein. Und dann müssen wir hier diese ganzen kleinen Viecher hier zusammenhauen. Bam. Stopp, stopp. Stopp, stopp, T-Rex. Das sind wirklich T-Rexe. Lol. Egal. Ja. Was? Schon 4 von 5? Lol. Alter. Okay. Ich muss mir jetzt ernsthaft sagen, ich habe noch nie mit dem T-Rex so geredet. Mit Ritter so, also mich ernsthaft auseinandergesetzt mit dem Charakter. Vielleicht spiele ich dann mal mit dem hier so weiter. Ja, springen so. So. Da, hier rüber. Ich muss doch mal rennen. Und alleine durch, ich habe jetzt nicht mal durch die EP, also ich bin jetzt schon Level 2. Checkt so, er sagt sogar, er muss hier nicht lang gehen. Ach stimmt, ich muss erst hier hin. So. Das nehme ich hier nicht rein. Okay, außenrum. Und ich finde eigentlich, die Dialoge sind auch ziemlich lustig. Die Geschichte ist gut erzählt. Ich hoffe, meine Finger stehen jetzt nicht im Bild. Aber im Spiel so. So, das wäre jetzt hier einmal so ein kurzer lustiger Dialog. Den habe ich jetzt einfach übersprungen. So. Oh Gott, ich nehme mal die Hand hier raus. Und Moment, fällt mir ein. Hier unten ist ja auch noch Skill. Da kann ich jetzt Power Smash. Das kann ich auch mal
platzieren. Das platziere ich dann direkt dahin. So, mach mal, setz mal ein. Cool. Ja, sieht cool aus. Okay, um die Ecke. Springen wir eben. Hallo, springen. Ja, hallo. Ja. So. Tut mir jetzt leid, dass es so viel ist. Ich habe jetzt selber nicht daran gedacht, dass ich ja auch den ganzen Tutorial-Quatsch und alles mitmachen muss. Egal. Aber ich wollte halt jetzt von Anfang an zeigen und was es alles so gibt. Auf jeden Fall. Jetzt gehe ich mal eben auch rein. Es dauert nicht lange. Hier eben oben, ja. So, das haben wir es eigentlich. Jetzt zeige ich dir das jetzt mal so grob das ganze Spiel. So, gehen wir hier mal drüben rein, drüben rein, drüben rein. So, geht's hier runter. So, dann gibt es hier. Nee, und doch nicht. Einen Bildschirm sogar noch weiter. Okay. Bumm. So, hier. Da gibt es jetzt erstmal hier zwei Quests. Zum Beispiel hier von dem einem Opa, der bringt einem bei, wie man was schmiedet. Also gehört auch noch zum Tutorial. Und die Frau hier will von einem, dass man ganz viele Schleime tötet, damit sie ihre Hautcreme kriegt, damit die Haut nicht austrocknet. Was ich jetzt nicht mache, soll die alte Trolle doch verrecken. Es gibt wieder so ein Scheiß, ja, Tutorial. Ja, interessiert mich überhaupt nicht. Was ich selber noch nicht richtig verstanden habe, was das hier für Steine sind und was die bringen. Irgendwas mit Arena, aber dafür muss man wohl echt Geld, so wie ich das verstanden habe, ausgehen. Und hier, ja, also am Freund. So. Man kann sich halt mit jedem Charakter hier im ganzen Spiel unterhalten. Hier haben wir jetzt hier, wie heißt der? Den Lenon, hier so heißt er. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel das Haus des Meisterjägers, der steht hier oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der hat auch eine Quest für einen, da soll man 10 Wolfspelze zum Beispiel für den holen. Und es gibt dann halt verschiedene Quests, die er einem gibt. Die nächste, die dann danach wäre, muss man irgendwelche Items finden für ihn. Ja. Hier haben wir dann den Waffen. Also den Waffenstore sozusagen. So. Ja. Du willst auch nur mein schönes Gesicht sehen. Ja. Will ich eigentlich überhaupt nicht. Nein, ich will nicht meine Items verkaufen. Ich will eigentlich Items mal zeigen. Also dann hat man hier die ganzen Items, die Auswahl. Was ich mir aber gar nicht kaufen will. Also von dem her ist es egal. So, oh Gott, schon fast bei 10 Minuten. Egal. Und dann kommt man halt auf so ein Feld hier. Und dann sind hier halt erstmal Monster, die einen überhaupt nichts machen. Die tun einem nichts, greifen einen nicht an automatisch. Die lassen einen einfach in Ruhe, die hupfen da nur so in der Gegend rum. Hier auch ein paar Käfer, das sind solche komischen schwarzen Batzen wahrscheinlich, die ihr hier so seht, ne? Oh Gott, also wegen der Auflösung muss ich mich jetzt echt schon mal entschuldigen. Ja, so. Und hier, das sind dann halt die ersten wirklich aggressiven Gegner, aber die sind jetzt schon Level 5. Wenn die halt hier so ein komisches kleines Ausrufezeichen oder was auch immer, so ein Aggro-Zeichen haben, dann verfolgen die einen und gehen auch auf einen los. Und sonst habe ich immer als Krieger gespielt, dann habe ich so gemacht, immer, wenn ich habe mir erstmal alle also auf dieser Map, auf dieser einen kleinen Map, habe ich mir die ganzen Viecher erstmal Aggro auf mich machen lassen, also ist mir hinterherlaufen und da habe ich mich in irgendeine Ecke gestellt und einfach drauf losgeschnetzelt, bis alle tot waren und neu gespawnt sind. Das heißt, sobald ich hier eine bestimmte Anzahl von Viechern gekillt habe und noch einen kille, dann spawnt er oder also eine andere Art von ihm wieder nach. Es gibt dann auch noch spezielle Gegner, die leuchten dann so. Ich hoffe, ich könnte das jetzt noch in dieser Aufnahme zeigen. Die haben halt so einen komischen schimmernden Kreis um sich. Und diese haben dann halt Level Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und von denen, ich weiß nicht, was die bringen. Ich glaube, von denen kriegt man einfach bessere Punkte, was weiß ich, mehr Erfahrung und mehr bessere Items einfach. Ansonsten, die Welt ist eigentlich frei erkundbar, außer, was ich jetzt ziemlich blöd finde. Du kannst halt, manche Bereiche werden halt auch erst nach Fortschritt des ganzen Spiels. Also hier sagt er direkt, ja, will ich nicht lang gehen, ich möchte woanders hin. Erst wenn man jetzt eine Quest hat, um da unten runter zu gehen, kann man auch wirklich weiter. Ja. Hallo? Stopp.
Im Grunde genommen, das war es eigentlich vom Spiel. Was habe ich denn da? Ja, nee, ich will das Geld mitnehmen. Ja, hier. Jetzt habe ich, glaube ich, Ausrüstung bekommen. Das kann ich jetzt auch mal zeigen. Equip geht man dann einfach. Und dann hat man hier zum Beispiel das Kopfband, das Kopftuch. Das kann ich jetzt aber nicht benutzen, weil dafür braucht man Level 4 und ich bin, glaube ich, noch Level 2. Rüstung kann ich aber benutzen. Und die ziehe ich jetzt auch mal an. Und man sieht, dann hat er auch im Spiel so eine kleine süße Ritterrüstung an, was ihr jetzt wahrscheinlich nicht seht. Also das Einzige, was ihr seht, ist vielleicht eine Verfärbung vom Körper. Eigentlich, das war's. Das Coole ist, man kann hier oben, wenn man hier auf den Knopf drückt, kann man quicksaven. Also dass man direkt im Spiel einfach hier oben, und dann ist schon gespeichert. Dann geht's hier, hat man die Karte. Man kann aber auch natürlich ins Menü gehen, hier auf Settings, glaube ich, ist es. Nee, in System, dann kann man hier Brand Shop, Save, Settings, Network, mein Menü, da gehe ich einfach jetzt mal rein, ja. Und dann ist man wieder im Menü. Ja, und das war's eigentlich. Also ich finde, es ist wert, sich das mal einmal anzusehen. Heroes in Time, guckt mal im App Store vorbei. Ist ein wirklich geiles Spiel, finde ich. Naja, bis dann. Ciao.